Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in Capture One. Heute zeige ich euch meine RAW-Entwicklung beim Porträt von Anfang bis zum Schluss. Und ich werde hier nur Capture One verwenden, also kein Photoshop, kein Affinity Photo oder sonst was. Und gleich nach dem Intro geht's los. So, hier haben wir mal das Anfangsbild, das vorher, und so sollte es nachher in der Bearbeitung dann aussehen. Ich setze das Ganze jetzt einmal zurück und starte mit euch ganz normal von Beginn an. Als erstes habe ich den Weißabgleich eingestellt. Da habe ich einfach auf den Zauberstab gedrückt, habe dann den Kontrast leicht angehoben und ein bisschen die Helligkeit, das heißt, dass ich jetzt bei den Mitteltönen ein bisschen mehr Helligkeit habe hier. Dann habe ich unten hier in dem Bereich, wenn ich den Belichtungswarner einstelle, ist nicht ganz so extrem, aber ich wollte ein bisschen mehr Details hier drinnen haben. So, hier noch ein bisschen, gut. Und ja, dann war es das eigentlich in dem Bereich. Ich habe dann einfach eine gefüllte Ebene hinzugefügt. Und die nenne ich jetzt einfach nur Color Grade. Und die stelle ich gleich einmal auf 50% Deckkraft. Warum, zeige ich euch gleich. Oh, 50. Wenn ich jetzt hier mein Farbbalance Tool hinausziehe und das Ganze größer mache, so, dann kann ich jetzt hier schön arbeiten, ohne dass extrem anschlägt das Ganze. Ja. Vorher werde ich hier jetzt aber noch die Kontraste einstellen, Tiefen, Lichter und Mitteltöne. Und dann gehe ich weiter in die Tabs für Tiefen, Mitteltöne, Lichter, für die Farbe an sich. So, dann möchte ich den Mittleren Bereich etwas wärmer an und hier ebenfalls. Deswegen können wir sie mal anschauen, wie schauen die anderen Bereiche aus. So, das ist erledigt. Also kann ich das wieder reingeben und jetzt werde ich noch ein bisschen an den Grüntönen arbeiten, weil wir die noch zu gelblastig teilweise sind. Und das Ganze dunkle ich jetzt ein bisschen ab. Nachdem ich hier noch einen kleinen Gelbstich dabei habe, nehme ich das Ganze ein bisschen weg. Den Gelbbereich so zuweisen. Es sollte hier das auch passen, keine Farbsäume. Gut, das wäre mal das eine. Farbe erledigt. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen retuschieren. Da habe ich ein paar Bereiche, die ich mir anschauen möchte. Das wäre hier zum Beispiel dieser kleine Strich hier. Der schaut in der Detailansicht jetzt nicht so extrem aus. Aber in der Normalansicht stört mich der ein bisschen. Hier genauso, hier. Hätte mir das auch erledigt. Aufgrund dessen, dass ich das Model in ein Gebüsch gestellt habe und mir ein paar Blätter den Fokus ein bisschen behindert haben, kümmere ich mich hier auch drum. Ich nenne die Anpassungsebene jetzt einfach Augen und pinsel mir das Ganze eben hier an. So. Und das mache ich hier auch. Okay.
gehe jetzt wieder hier raus, Maske ausblenden, jetzt gehe ich in meinen nächsten Tool-Tab rein und schärfe mir das Ganze. Ich nehme da hier ein bisschen Körnung hinzu und ein bisschen Klarheit. So. Jetzt mache ich mir noch eine weitere Ebene, eine Reparaturebene, weil mich diese Bereiche hier stören. Das heißt, da einfach schnell drüber pinseln, das Ganze schon entfernen, hier. That's it. Okay, wir haben jetzt einmal alles eingestellt. Was ich jetzt noch machen würde, muss man natürlich nicht, aber eine kleine Dodge-and-Burn-Ebene. Dazu eine gefüllte Maske, gefüllte Ebene. Und jetzt nehmen wir einfach unser Luminanzbereich-Tool her und stellen das Ganze mal schön an. So, hier noch ein bisschen. Okay. Ja, das ist ein bisschen einstellen. Und jetzt der ganz dezent nur mit den Helligkeitsregler, also Mittelton, ein bisschen erhöhen. Nicht zu viel, weil dann brennen die Stellen aus. Das ist nur eine kleine dezente Anhebung. Ja, dann mache ich noch eine gefüllte Anpassungsebene und die nenne ich jetzt Burn. Damit wir Zeit sparen, einfach die Maske kopieren von der Dodge-Ebene, wieder in den Luminanzbereich rein, Maske anzeigen und jetzt da gehen wir auf Bereich invertieren und jetzt ziehe ich mir das Ganze ein bisschen so hin. So, ebenfalls ein bisschen den Radius erhöhen, zuweisen und jetzt machen wir genau das Gegenteil mit dem Helligkeitsregler. Nur kann man hier ein bisschen mehr abdunkeln. Passt. Und als finalen Abschluss mache ich jetzt dann noch ein mit dem radialen Verlaufswerkzeug. Kleiner Fehler, okay. Leere Anpassungsebene. Vignette. Und jetzt damit den Radial-Tool. Ja, genau. So. Blenden wir das Ganze aus und jetzt gehe ich einfach mit der Belichtung ein bisschen runter. Ganz dezent. Okay, fertig ist unser Bild. Vorher-Nachher-Ansicht. Schieberegler klicken wir an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ja. Also simple Retusche bzw. Bildbearbeitung von einem Porträt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke für die Benachrichtigungen für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also dann, ciao Leute!